Ach so. I really appreciate that, man. Sports. It's only a game. Why you have to be mad? Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. So, Freunde, es ist das dritte FIFA 21 Video, bevor überhaupt FIFA 21 draußen ist. Perfekt. Und im letzten Video, was übrigens sehr gut ankam, Dankeschön für wieder über 100.000 Klicks und ich glaube auch wieder fast 20.000 Likes. Dankeschön für den Support, Freunde. Deswegen mache ich das ja auch alles hier, damit es so viele Leute wie möglich sehen und damit ihr keine Scheiße baut. Das letzte Video ging darum, wie man den besten Start macht. Da habe ich euch ein paar Tipps gegeben und jetzt sage ich euch, was ihr nicht machen sollt, was aber immer noch sehr viele machen. Das sehe ich bei ganz vielen Casual-Gamern, wenn die mir schreiben, ich habe das und das gemacht, wozu ich jetzt gleich später komme. Also wenn ihr das macht, was ihr machen sollt und wenn ihr jetzt das macht... Halt die Fresse. Und das jetzt nicht macht, was ich euch jetzt sage, Freunde, dann habt ihr das Beste daraus gemacht, ohne FIFA zu spielen. Erstmal, also so die Coins technisch gesehen. So, auf jeden Fall, Leute, lasst ein Like auf dieses Video da. Wir versuchen wieder 15.000 Likes und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bald haben wir die 300.000. Ich glaube, letztes Video haben wir die 280.000 geknackt. Dankeschön, Freunde, für den Support. Abonniert den Kanal kostenlos. Es kommt noch sehr viel auf euch zu. Ich bringe euch durch diese verkackte FIFA 21 Saison. Aber bevor es mit dem Video weitergeht, Freunde, wollte ich euch nur sagen, dass mein Partner Level Up momentan eine Aktion hat. Die haben drei neue Geschmackssorten rausgekloppt und ihr könnt 30% mit meinem Code sparen. Das ist extrem viel, Freunde, weil mein Code eigentlich bei 5% ist, wurde es jetzt auf 30% gekloppt. Ich habe zwei schon getestet von den neuen Dingern. Galaxy Edition Sour und Blue Crush Sour, also mit in Kooperation mit Chupa Chups. Die sind jetzt ein bisschen saurer. Galaxy Edition war gut, besser als das normale. Ich mag es ein bisschen sauer und das ist auch nicht so krass sauer. Und ich teste jetzt für euch das Ding hier. Cherry Limonade Sour. So, ein Scoop ungefähr. Kloppt euch hier rein. Mit Eiswürfel. Glaubt mir, mit Eiswürfel ist es tausendmal besser, aber ich habe jetzt die Eiswürfel vergessen. In meinen Insta-Stories habe ich immer Eiswürfel und hier habe ich keine Eiswürfel, weil ich keinen Bock habe, zum Kühlschrank zu laufen. Und dann sind wir, ich bin halt zu faul, was wollt ihr von mir? Mit Eiswürfel tausendmal geiler. Es riecht logischerweise nach Kirsche. Wartet mal. Und schmecken tut's auch nach Kirsche. Achso. Es schmeckt wie saure Kirsche. Kennt ihr saure Kirschen? Ungefähr so. Aber schmeckt gut, finde ich. Besser als die normalen. Also ich mag ja saure Sachen mehr. Wobei einmal dieser saure Wurm, der war nicht so gut. Aber Freunde, eine Woche lang spart ihr mit dem Code INIGERDA 30%. Ich empfehle euch auch den hier. Ich hoffe, der ist noch da. Weil das ist der beste Geschmack, den es bis jetzt gab in meinen Augen. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Okay, Freunde. Es geht jetzt los mit dem ersten Tipp und es ist ein extrem wichtiger. Wir gehen jetzt davon aus, ihr habt, keine Ahnung, 200 Euro aufgeladen, 100 Euro aufgeladen oder ihr wollt mit Coins öffnen. Ich weiß es doch auch nicht. So wird das am Anfang aussehen. Es gibt 5 Carpacks und 7,5 Carpacks. Und was ganz viele machen ist, die sagen, oh, ich lade jetzt 200 Euro auf, 300 Euro und mache dann in 7,5 Carpacks. Da werde ich bestimmt mal irgendwas ziehen. Freunde, ich beweise es euch jetzt, dass man nichts zieht in 7,5 Carpacks. Man wird nichts ziehen. Ich habe letztes... Oh, 83 plus. Walkout. Ei, was? Achso. Nochmal neu, zweiter, das war gerade ein Fail. Also guck, ihr macht diese 7,5 Carpex auf, Freunde, und ich gebe euch mein... Digga, schon wieder 83 plus. Ist ja scheißegal. Letztendlich zieht man dort nie was, Freunde. Und wenn ihr was zieht, dann ist es meistens nie wirklich was wert. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, dass ich aus diesen 7,5 Carpacks alle 12.000 FIFA-Points einen Walkout gezogen habe. Aber ich sage euch gleich, was ihr machen könnt. Also der größte Fehler ist, 200 Euro aufzuladen und diese 200 Euro in 7,5 Carpacks zu stecken. Das ist der größte Schmutz, den ihr machen könnt. Das bringt nichts. Macht es eher in Draft rein. Das ist Tipp Nummer 1 und das ist auch mit das Wichtigste. So, aber das denke ich, das wissen viele von euch. Und jetzt sage ich euch, was ihr stattdessen machen könnt. Wenn ihr so ein 7,5 Carpack öffnet, dann machen ganz viele den Fehler, dass sie, so wie ich das gerade gemacht habe, ey, was sind das für krasse Packs? Ich krieg die ganze Zeit 83 plus. Freunde, ich schwöre, okay, gibt ja auch viele Special-Karten. Ich schwör's euch, man zieht nichts eigentlich. Hier zieht man jetzt die ganze Zeit Infos. Man zieht am Anfang von einem FIFA wirklich, ich habe mich immer gefreut, wenn ich einen 83 plus bekommen habe. Gehen wir mal davon aus, dass das hier auch ein Non-Rare ist. Und dann machen es ganz viele, dass sie sagen, oh, Non-Rare ist nichts wert. Abstoßen, abstoßen, abstoßen. Wenn ihr dann Packs öffnet mit Points, was ich euch nicht empfehle, ob es aus Food Draft ist. Egal welches Pack ihr aufmacht, ihr müsst das Pack auseinandernehmen. Ihr guckt jeden Spieler, es ist zeitaufwendig, aber wenn ihr das jetzt nicht so macht wie ich, die da mehrere tausend Euro reinstecken, dann könnt ihr da schon echt extrem viele Coins rausholen. Hier zum Beispiel, das ganz viele machen hier abstoßen, 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 abstoßen. Das ist Quatsch mit Soße, Freunde. So ein Henderson wird in der Premier League vielleicht ein bisschen was wert sein nächstes Jahr. Oder so ein Carrillo. Und wenn, dann stellt sie auch einfach immer rein. Immer sowas wie 4, 5, 600 oder guckt auf jeden Fall immer nach, wie teuer die sind.
Fitness, das ist nie was wert, aber könnt ihr eigentlich im Verein machen. Sowas hier, ganz wichtig. ZM zu ZOM oder diese ganzen Positionsdinger oder ob es Chemistry Styles sind. Spieler, wo man denkt, es ist nichts wert, aber die werden manchmal gebraucht für SBCs. Deswegen guckt euch bei den Packs immer ganz genau an, was ihr verkaufen könnt. Bälle sind meistens nie was wert. Stadien, Freunde. Stadien sind am Anfang auch manchmal was wert, weil alle wollen Santiago Bernabeu, Old Trafford, Anfield, die wollen da alle drin spielen. Ihr habt es, glaube ich, verstanden. Das ganze Pack auseinandernehmen, Freunde. Alles ist was wert. Klein, Vieh macht auch Mist. Heißt es so? Yes. Also, falls ihr Packs aufmacht, nicht 7,5 K-Packs aufmachen. Und wenn ihr aus Food Draft Packs aufmacht oder aus SBCs oder irgendwoher Packs ausmacht, nehmt die Packs auseinander. Alles mitnehmen, was geht. Da kann man wirklich viel rausholen. Ich habe, Freunde, letztes Jahr mindestens 2 Millionen oder so gemacht, weil ich halt auch viele Packs aufgemacht habe. Mit Positionskarten, mit Chemistry Styles. Ich habe mit diesen Karten so viele Coins gemacht, weil ich die alle im Verein gehabt habe. Und dann, wo ich keine Points mehr hatte, habe ich die verkauft. Nicht falsch verstehen, nicht alles lange im Verein gammeln lassen, sondern könnt es auch direkt verkaufen, aber ich habe dann erstmal so gewartet, ein paar Tage, ein, zwei Tage, und dann habe ich alles auf einmal verkauft. Aber ihr könnt es auch direkt verkaufen. Okay, Freunde, dritter Tipp. Der ist auch extrem wichtig. Jeder von euch kennt es, ihr kommt in FIFA rein und ihr wollt euch ein Team machen. Und dann geht jeder in Dream Squad rein. Man weiß ja ungefähr, wie viele Coins man haben wird. Und dann macht man sich ein Dream Squad. Das sieht dann meistens so hier aus. Ihr habt genug Coins, um euch theoretisch, weiß nicht, es ist jetzt irgendein Team. Ich weiß, die Karten gibt es in FIFA 21 dann hier nicht so mit ihn hier und ihn, aber eben nur, damit ihr euch das veranschaulichen könnt. Ihr hättet die Möglichkeit, euch schon ein paar Spieler davon zu kaufen, Freunde. Aber ihr denkt euch, ja, nee, mir fehlen noch 1 Million, um mir das Team dann zu kaufen. Ich warte noch. Das ist der größte Fehler, Freunde. Kauft euch die Spieler direkt am Anfang. Die guten Spieler werden wahrscheinlich erstmal hochgehen in den ersten Wochen. So war es auf jeden Fall die letzten Jahre immer. Wenn ihr genug Coins habt, um euch Son zu holen, holt euch Son. Und dann habt ihr wieder gar keine Coins, dann spart, bis ihr euch Pogba holen könnt. Holt euch Pogba. Immer zuerst die teuersten Spieler kaufen. Und nicht warten, bis ihr dann genug Coins habt, um euch dann das ganze Team zu kaufen. Weil es ist meistens so, dass das ganze Team teurer wird, umso länger ihr wartet. Deswegen, sobald ihr Coins habt, kauft euch die Spieler und wartet nicht, bis ihr alles habt. Leute, der vierte Tipp, auch wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ihr macht Packs auf, ihr von SBCs, also generell so alles, was ihr im wie ihr auch immer es bekommen solltet, durch SBCs, durch Food Draft, durch Packs, nie alles die ganze Zeit im Verein gammeln lassen. Wenn ihr Spieler habt, die ihr eh nicht braucht und nicht in der SBC kloppt, verkauft es einfach, um schnell an Coins ranzukommen und nicht sagen, oh, in 3 Wochen kommt vielleicht eine SBC, solange ich kann ich ja noch warten. An sich kann man das machen, aber es ist wichtig, am Anfang seine ganzen Coins organisiert zu bekommen. Das heißt, sobald ihr irgendwelche Spiele habt, die ihr nicht braucht, oder Chemistry Styles, die ihr nicht braucht, Positionskarten, die ihr nicht braucht, sofort alles verkaufen. Euer Verein, so werde ich es auf jeden Fall machen und so fand ich es immer am besten, muss nackt sein. Ihr dürft gar nichts mehr haben, außer so ein paar Spieler, die wahrscheinlich, die ihr noch für SBCs braucht in den nächsten paar Tagen oder wo ihr auch ausgeht, die könnten sehr viel teurer werden, und halt euer Main Team und eure Subs. Aber sonst, Freunde, alles verkaufen. Guck mal, ihr seht es bei mir schon. Wir sind hier fast am Ende von FIFA. Wir sind am Ende von FIFA und selbst ich habe fast gar nichts mehr so krass im Verein gehabt. Ich habe immer sofort alles verkauft. Hier am Ende nicht mehr, weil ich keinen Bock mehr hatte. Sofort immer alles verkaufen. Und die untauschbaren Sachen könnt ihr ja in SBCs auch kloppen. Die untauschbaren immer behalten. Das auf jeden Fall behalten. Aber alles, was ihr verkaufen könnt, verkaufen. Verträge, alles, Freunde. Glaubt mir, das, was ihr nicht braucht, am Anfang alles verkaufen. Nichts im Verein gammeln lassen. Das ist mit der größte Fehler. Fünfter Tipp, Freunde. Auch ein sehr, sehr guter Tipp. Da wurden die letzten Jahre auch immer sehr viele rasiert, ist, macht am Anfang keine Spieler-SBCs. Dieser Man-of-the-Match-Kack, der rauskommen wird. Meistens ist es so, dass die nicht mehr so ein krasses Upgrade bekommen, und zweitens ist es dann immer nur der Hype. Ich weiß noch, ich glaube, es war Pookie dieses Jahr. War es Pookie? Ich glaube schon. So viele haben Pookie gemacht, den hat aber dann am Ende kein Mensch mehr gespielt oder in den nächsten 1-2 Wochen, weil sobald ein paar Informs rauskommen und Special-Karten, und EA wird wieder dieses Jahr so viele Special-Karten rauskloppen, weil das dieses Jahr sehr gut ankommt, kann ich mir vorstellen, oder bin ich mir zu 100% sicher, dass die wieder so viele Special-Karten releasen werden. Und es ist ja gefühlt jedes Wochenende irgendein Event. Deswegen macht nicht diese Spieler-SBC am Anfang. Viele von euch feiern das, wie die Karte dann aussieht, aber so rein spielertechnisch gesehen ist das gar nicht so viel besser, weil in ein paar Wochen kommt einfach eine krassere Karte, oder es ist meistens so. Außer es ist so Neymar oder so, Freunde. Aber die Karte wird dann so krass teuer sein. Oder so ein Ben Yedder. Wenn ihr euch den nicht vorstellen könnt, in den nächsten 3-4 Monaten diese Karte zu spielen, macht sie auch nicht, glaubt mir. Weil am Ende habt ihr die Karte, die 1-2 Punkte mehr hat, bringt euch aber nichts, und dann, ihr habt da extrem viele Coins reingesteckt, und ich würde auch nicht mal die Tradable, Untrades da reinkloppen, weil die könnt ihr euch aufheben und dann bessere Sachen damit machen. Also passt auf bei den SBCs, was ihr für Spieler-SBCs macht. Dieses Jahr wurden so viele rasiert mit Pookie, ich glaube in FIFA 19 war es Sterling, oder war es FIFA 18 Sterling, und die spielt man dann 1-2 Wochen, 1-2 Weekend Leagues, dann gibt es irgendein krasses Event und kein Mensch spielt die mehr. Und dann hast du da ein paar 100k reingekloppt, oder weiß ich nicht, wie viel sowas da gekostet hat, und die liegen dann fest, Freunde, und die hättet ihr woanders besser reinstecken können. So, auch eigentlich der größte
größte Fehler, den man machen kann, ohne Sinn, dass es jetzt erst kommt, ist nicht sich das Spiel vorzubestellen, Freunde. Es gibt Versionen, da zahlt ihr, glaube ich, 10 Euro mehr oder so. Und selbst wenn es 30 Euro mehr sind, ich kenne mich da gerade nicht zu 100% aus, ob es ein Tick teurer ist. Auf jeden Fall ist es teurer, wenn man es sich vorbestellt, aber ich glaube nicht so krass viel mehr teurer. Es lohnt sich so krass, Freunde, wirklich jetzt. Das Spiel kommt offiziell am 9. raus, mit der Vorbestellung könnt ihr es am 6. spielen. Das müsst ihr machen, Freunde, glaubt mir, das ist ein Vorteil gegenüber anderen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, weil ihr viel mehr Coins am Anfang machen und die ganzen Leute kommen erstens so am 9., 10., 11., 12. bekommen so die ganze Welt, holt sich da das Spiel, also da ist immer der meiste Zuwachs. Und ihr habt da aber schon ein paar hunderttausend Coins oder ein paar Coins und habt Erfahrung in Food Draft gesammelt, seid schon ein bisschen besser als die meisten und das ist einfach mit das Wichtigste, sich das Spiel vorzubestellen. Und genauso ist es mit Early Access. Ich habe mich da nochmal schlau gemacht, ihr bezahlt einmal 5 Euro, in diesem Monat 5 Euro und dann könnt ihr es 10 Stunden spielen und in diesen 10 Stunden könnt ihr so viel machen. Da kommt jetzt der nächste Tipp. Wenn ihr euch Early Access holt, vergeudet die Zeit nicht sinnlos. Ganz viele machen den Fehler und chillen dann so und gucken sich die ganze Zeit einfach irgendwelche Preise an oder spielen gegen Freunde und weiß nicht, gucken sich alles an, Freunde. Diese 10 Stunden müsst ihr auskosten. Wenn ihr nichts macht, übrigens, müsst ihr die Anwendung schließen. Also es zählt auch als Spielzeit, wenn ihr einfach nur im Menü chillt. Das verstehen manche nicht. Manche denken 10 Stunden Spielzeit. Wenn ihr, weiß nicht, spielt und ihr vergesst FIFA zu schließen und ihr chillt da die ganze Zeit im Transfermarkt oder so, irgendwo, das zählt als Spielzeit. Und dann seid ihr am Arsch, Freunde. Deswegen spart euch diese 10 Stunden. Ich würde da auch so eine Liste machen. So machen es halt die Profis. 2,5 Stunden oder so. 4 mal 2,5 Stunden. Nicht alles direkt am Anfang verbrettern. Passt da auf, teilt es euch ein und nicht den Fehler machen und es so dumm vergeuden oder irgendwo vergessen, sich abzumelden oder so. Immer die PlayStation ausmachen, Freunde, und dann kann nichts passieren. Ja, Leute, das waren so die meistgemachten Fehler, die man am Anfang machen kann. Und ich habe euch jetzt ein Video gegeben, was die besten Sachen sind, die man machen kann und die Sachen, die man nicht machen sollte. Und wenn ihr das miteinander kombiniert, Freunde, dann versichere ich euch, werdet ihr einen besseren Start haben als die letzten Jahre. Alleine nur Coins technisch gesehen oder mit dem Betrag, den ihr reinhaut, werdet ihr mehr erreichen, außer ihr habt irgendeine Icon oder so eine Scheiße gezogen. Aber wenn ihr das so angeht mit den Packs und mit den Vorbestellungen und sich vorher alles angucken und den Verein ausmisten und alles verkaufen, was ihr nicht braucht, ich habe es ja vorhin schon gesagt, meine Fresse, da werdet ihr ein besseres Budget haben, bessere Teams haben, werdet auch besser in FIFA sein, wenn ihr euch das Video vorher nochmal anguckt. Und wenn das Spiel rauskommt, dann werde ich euch auch nochmal richtige Tipps zum Game geben, wenn ich weiß, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Ich bringe euch da durch die FIFA 21. Saison. Lasst ein Like auf das Video da, Freunde. Abonniert den Kanal, checkt Level Up aus, ist in der Videobeschreibung ganz oben verlinkt. Das war's von mir und wie das ist denn heute? Der 22. Ihr werdet das Video morgen sehen. In einer Woche, wenn ihr das Video seht, in einer Woche kommt Early Access raus. Dann könnt ihr es schon 10 Stunden spielen, also in der Nacht. Am 1. Ihr könnt es am 1. spielen, meine Fresse, so. Und ich halte euch bis dahin noch auf dem Laufenden. Es werden noch ein, zwei Videos kommen. Und das war's von mir, Freunde.